Hey, willkommen im Video. Schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich für dich die ultimative 2018 aktuelle Anleitung zum Thema Flirten per WhatsApp, Flirten per Text sozusagen und SMS allgemein dabei. Wir werden gleich in das Video durchstarten und da habe ich auch ein paar Textpassagen aus meinem eigenen Textgame mitgebracht, die ich dir zeigen werde. Also du wirst im Bildschirm sehen von den Chatverläufen und ich werde mit dir darüber sprechen. Bevor wir aber gleich loslegen, eine Sache vorher. Und zwar ist mein Webinar meine drei größten Geheimnisse aus meinen 5 Jahren Erfahrung als Dating- und Flirttrainer jetzt momentan gratis als Aufzeichnung verfügbar. Das habe ich dir unten im ersten Link in der Beschreibung reingepackt. Im Webinar lernst du meine drei besten Tipps, wenn es um das Thema Flirten, Verführung und Frauen erobern allgemein geht, aus den vergangenen 5 Jahren. Das Ganze ist komplett kostenlos für dich. Erster Link in der Beschreibung, kannst du dich eintragen. Jetzt geht's aber los ins Video. So, wir sehen hier jetzt den ersten Screenshot, den ich dir gemacht habe. Du siehst, ich habe da 2 Sprachnachrichten geschickt. In diesen Sprachnachrichten, oder sage ich dir auch immer wieder, habe ich einfach das Date ausgemacht, habe sie gefragt, ob sie kochen kann, ob sie eine gute Köchin ist, habe ich sie gefragt. Und das hast du bestimmt schon ein paar Mal bei mir gesehen. Also, ich sage immer direkt, also ich schreibe nicht lange mit den Frauen, sondern ich frage immer direkt, hey, lass uns doch was machen. Und dann frage ich die Frauen oft, ob sie eine gute Köchin ist. Das hat mehrere Gründe. Zum einen liegt das daran, dass ich dadurch die Frau so ein bisschen qualifiziere. Also ich schaue einfach, hey, hast du was drauf? Kannst du was Besonderes? Und die Frau denkt sich, oh, okay, jetzt muss ich mich ein bisschen bei dem Mann beweisen. Und dann freut sie sich meistens auch, wenn sie sich beweisen kann und sagt, ja, klar, bin ich eine gute Köchin oder möchte halt gut bei dir dastehen. Also dadurch, dass du fragst, ob sie eine gute Köchin ist, zeigst du ihr so ein bisschen, hey, ich bin auch ein wählerischer Mann und es interessiert mich auch, ob du als Frau was drauf hast. Ja, damit zeigst du der Frau, ich nehme nicht jede Frau, die dahergelaufen kommt. Und das ist sehr attraktiv, wirkt sehr attraktiv und anziehend auf Frauen. Ich hatte mich in der Sprachnachricht noch auf ihr Bild bezogen, auf ihr Profilbild, das habe ich hier an der Stelle ausgeblendet natürlich. Da hatte sie irgendwie so ein Katzenkostüm an, glaube ich. Und dann schreibt sie, ich denke mal, das soll eine Katze sein, weil ich meinte, ich bin verwirrt über ihr Profilbild. Und dann schreibt sie, gerne bin ich tatsächlich bezogen auf, ob sie eine gute Köchin ist. Ja, und dann habe ich vorgeschlagen in der nächsten Sprachnachricht und ich werde dir gleich bei den 3 Grundregeln fürs Flirten per WhatsApp und Co. nochmal verraten, warum Sprachnachrichten so wichtig sind, aber das kannst du dir schon mal merken. Dann habe ich ihr gesagt, dass wir Curry kochen sollen und dass wir das am, ich glaube, Freitag um 19 Uhr machen. Genau. Dann schreibt sie, ja, Curry klingt doch gut, wäre für mich okay soweit. Die Frage ist jetzt nur, wohin ich mich um 19 Uhr begeben soll. So, dann gebe ich ihr als Antwort, du kommst einfach zur U5 Magdalenenstraße und mein Chauffeur nimmt dich dort in Empfang. Und hier ganz wichtig, was eine ganz wichtige Sache wieder beim Textgame, wenn du schon rumtextest, ja, also meine Grundregel, da rede ich gleich noch genauer drüber, ist, Kennenlernen läuft nicht über Text. Das heißt, Texten ist dafür da, um das Date auszumachen. Aber wenn du schon mit der Frau dann ein bisschen weiterführend schreibst, dann mach wenigstens etwas Spannendes draus. Dann mach was Lustiges draus und nicht sowas Informationsaustauschmäßiges. Mit Informationsaustauschmäßig, mein Gott, meine ich, dass du sowas schreibst wie, hey, was arbeitest du, was machst du sonst in deiner Freizeit? Das sind Sachen, die kannst du auf dem Date besprechen, wenn es sein muss. Die solltest du nicht hier per Text machen, denn das ist einfach eher langweilig. Ja, und du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn du mal das Erlebnis hattest, dass das Texten eher langweilig war und dass dann mit der Frau nichts geworden ist. Ja, wenn du das schon mal hattest, dann erzähl mal in den Kommentaren davon. Bin sehr gespannt, wie das genau bei dir abgelaufen ist. Also, ich sage dir, du kommst einfach zu U5 Magdalenenstraße, mein Chauffeur nimmt dich dort in Empfang. So, und hier an der nächsten Stelle, jetzt haben wir das nächste Bild mal, zeigt sich für mich immer, wie hochwertig die Frau ist, mit der ich da rede. Aber eine Frau, die mir gefällt, ist eine Frau, die auf lustige Sachen eingehen kann, mit der man auch so ein bisschen Spaß haben kann. Und sie fragt, dein Chauffeur? Und ich schreibe, ja, der Johannes, das ist netter. Und dann habe ich einfach so ein Bild von dem Chauffeur aus Google gesucht und habe das da hingepackt. So, und es ist einfach, also natürlich habe ich keinen Chauffeur, der Johannes heißt, aber das ist hier auch vollkommen klar. Es ist einfach nur lustig so. Und in dem Moment, das hat sie mir auch später gesagt, musste sie halt lachen. Es ist einfach, es zeigt mir einfach, hey, ich bin ein humorvoller Mann. Und wenn ich schon schreibe und nicht mit meiner Stimme und meinem Körper arbeiten kann, dann will ich auf jeden Fall humorvoll sein dabei.
Und dann schreibt sie, okay, dann werde ich da sein, aber du hast doch hoffentlich keinen Portier, der darauf besteht, meine Tasche zu tragen, oder? Und das war natürlich für mich einfach eine Vorlage und du siehst es hier auf dem Bild schon. Die nächste Zeile ist, ich schicke dann ein Bild von einem Portier, habe dann einfach Portier bei Google eingegeben, habe das Bild geschickt und schreibe, doch, den Karl Senior. Der Junior ist ein guter Freund von mir, aber wenn du darum bittest, die Tasche selbst tragen zu dürfen, ist es auch okay mit ihm. Musst nur gucken, der guckt meinen weiblichen Gästen gern mal auf den Hintern. So, und es geht hier halt weiter. Also ich bin weiterhin humorvoll, ich bin weiterhin entspannt und es ist eine humorvolle, lustige und auch wertschaffende Kommunikation. Weil wenn du mit ihr über irgendwelche Standarddinge redest, das hört sie halt ständig, das hört sie halt jeden Tag. Jeder Typ redet mit ihr darüber, hey, was sind deine Hobbys, was ist dein Beruf? Und das ist in Ordnung, das kann man machen. Aber hier an der Stelle liefere ich zusätzlichen Wert und zeige, hey, ich bin ein lockerer Mann, ich bin ein humorvoller Mann. Und Umgang und vor allem spaßiger Umgang mit Frauen ist für mich keine Besonderheit, sondern einfach ganz normal. Zusätzlich schreibe ich hier sowas wie, muss nur gucken, der guckt meinen weiblichen Gästen gerne auf den Hintern. Ja, das impliziert natürlich, dass ich öfter mal weibliche Gäste da habe. Das muss es nicht unbedingt heißen, aber vielleicht denkt sie sich das an dieser Stelle. Also es ist nochmal so eine kleine Extra-Sache, die ich da eingebaut habe. Und natürlich eine ganz leichte sexuelle Tendenz auch. Er guckt meinen weiblichen Gästen gerne auf den Hintern. Also ich baue hier schon mal sowas Sexuelles ein, auch wenn das nichts mit mir zu tun hat, sondern eher mit dem Karl Senior, dem Portier hier, aber einfach nur schon mal eingebaut. Ja, dieses Sexuelle ist an der Stelle dann schon mal vorhanden. Und kurz zur Auflösung, später dann auf dem Date habe ich auch mit der Frau geschlafen und es war sehr gut. Genau, und jetzt der letzte Teil. Haha, alles klar, ich werde seitlich gehen, aber danke für die Vorwarnung. Apropos, soll ich irgendwelche Sachen zum Kochen mitbringen? So, sie ist eine humorvolle Person auch, das finde ich super gut und kann hier auch drauf eingehen, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann fragt sie nochmal, und das zeichnet für mich auch eine sehr hochwertige Frau aus, fragt sie, ob sie was mitbringen soll. Ja, also eine Frau mit gutem Benehmen fragt halt, hey, was soll ich mitbringen, was soll ich beitragen? Und dann schreibe ich, ja, Naturreis wäre geil, so brauner Reis, der von Uncle Ben's ist ganz sexy. Ansonsten habe ich den anderen Kram hier. Und dann schreibt sie, alles klar, bei so viel Personal muss ich meine ursprüngliche Outfit-Idee aus einer Jogginghose mit Häschen und einem Bademantel wohl nochmal überdenken. Und an der Stelle, das sind halt Gespräche, die sind gut. Das sind gute Chatverläufe. Das sind Verläufe, wo auch die Frau auf dich eingeht. Das merkst du ja. Sie spielt mit, sie ist hier bereits in meinem Frame. Also mein Frame ist dieser, ich habe Personal, das dich abholt und sie geht hier mit in den Frame. Ja, bei so viel Personal muss ich meine ursprüngliche Idee nochmal, Outfit-Idee nochmal überdenken. Also sie ist mit in meinen Frame gegangen. Und du willst Frauen auf jeden Fall danach aussortieren, dass du solche Frauen bekommst, die auch lustig sein können, die auch spielerisch sein können und die vor allem bereit sind, auch in deinen Frame zu wechseln. Weil wenn die Frauen bereit sind, in deinen Frame zu wechseln, und Frame bedeutet sowas wie Weltansicht, also in diesem Fall war meine Weltansicht, hey, ich bin der Typ mit Portier und mit Chauffeur und sie hat halt mitgespielt, sie hat mein Spiel mitgespielt. Ich habe das Spiel vorgegeben, habe die Spielregeln vorgegeben und sie hat mitgespielt. Und wenn sie schon hierbei mitspielt, ja, dann weißt du, okay, auf dem Date später wird sie auch bei vielen anderen Sachen deiner Führung folgen. Und das hat sie dann auch gemacht und das Ganze, wie gesagt, ist dann auch auf dem ersten Date am Ende des Tages zu Sex geworden, so, weil es einfach auch gepasst hat. Ne, es war nicht, dass ich sie dahin forciert habe. Es hat einfach gepasst, wir hatten da beide Lust drauf, aber sie war natürlich viel bereiter, meiner Führung zu folgen, weil sie schon beim Texten bereit war, meiner Führung zu folgen. Und jetzt will ich einmal zu den drei Grundregeln kommen, die dafür sorgen, dass du überhaupt an solches Textgame kommst, also so ein Textgame machen kannst. Und zwar ist die erste Grundregel, und die ist ganz wichtig, das habe ich eben schon mal erwähnt, Texten ist nicht dafür da, um die Frau kennenzulernen. Kennenlernen sollst du die Frau entweder beim Kennenlernen oder dann auf dem Date. Das heißt, nutz das Texten, um mit der Frau ein Date zu vereinbaren. Ja, ungefähr so wie das, du das bei mir hier gesehen hast. Der Grund, warum ich jetzt mit der Frau ein bisschen weiter geschrieben habe, also oft habe ich so mit den Frauen, dass ich schreibe, hey, cool, uns gesehen zu haben, bla bla bla, wie war noch dein Tag? Dann sagt sie irgendwas und dann sage ich, pass auf, lass uns kochen oder sowas, lass uns irgendwas machen, dann mache ich das Date aus. Der Grund, warum ich jetzt hier mit dieser Frau ein bisschen mehr geschrieben habe, ist, weil ich gemerkt habe, sie kann auf solche Sachen eingehen oder sie geht humorvoll auf solche Sachen ein. Ja, wenn du merkst, wie in diesem Beispiel gesehen, die Frau geht darauf ein, was du da machst, ja, die Frau ist auch humorvoll, dann kannst du Humor über Text benutzen, um noch ein bisschen mit ihr zu schreiben. Aber du solltest trotzdem schnell das Date ausmachen, denn Texten ist dafür da. Du holst die Nummer nur, um mit ihr aufs Date zu kommen. Du holst die Nummer nicht, um, keine Ahnung, mit ihr dann wochenlang hin und her zu schreiben und sie dann doch nicht zu sehen.
Die zweite Grundregel ist, und das merken Männer immer wieder oder haben Männer immer wieder, dass die Frau nicht wirklich antwortet oder wenig antwortet. Wenn das passiert, dann ist die Devise nicht noch mehr zu schreiben oder zu schreiben, hey, warum antwortest du nicht? Hey, antworte doch mal, und das machen viele Männer. Sondern die Devise ist es, die Frau erstmal auf Eis zu legen. Ja? Schreib der Frau erstmal eine Woche nicht, guck erstmal, ob überhaupt noch was von ihr zurückkommt. Und dann nach einer Woche würde ich es nochmal probieren, und wenn es dann nicht passiert ist, dann passiert es halt auch nicht. In der Zeit solltest du neue Frauen kennenlernen, und das ist einer der größten Fehler, nämlich dass Männer dann anfangen, die ganze Zeit dieser einen Frau hinterher zu rennen und währenddessen keine neuen Frauen kennenlernen. Du solltest niemals einer Frau hinterherrennen, die kaum in dich investiert. Und wenn die Frau halt nicht mal zurückschreibt auf die Sachen, die du schreibst, dann ist das geringes Investment, und dann solltest du selbst nicht viel in diese Frau investieren, denn ansonsten wirkst du nur bedürftig, und das zerstört jegliche vielleicht noch vorhandene Anziehung. Und die dritte Grundregel ist, an welcher Stelle auch immer du Sprachnachrichten benutzen kannst, benutze sie. Das hast du hier gesehen, ich habe hier zwei Sprachnachrichten gesendet, die waren auch relativ lang, so 40 Sekunden. Sprachnachrichten haben den riesigen Vorteil, dass du die Frau nicht anrufen musst, was eine gewisse Drucksituation darstellt. Ja, wenn der fremde Typ auf der Straße sie anruft und sie kann dein Gesicht nicht sehen, sondern die hört nur deine Stimme, dann ist das eine Drucksituation. Und Druck aufbauen am Anfang eines Kennenlernens ist nicht optimal. Ja, Schreiben ist aber auch nicht so optimal, denn das ist ein bisschen flach. Also über Schreiben kommt dann nicht viel rüber. Perfekt ist die Sprachnachricht, denn die Sprachnachricht vereint die positiven Dinge beider Sachen. Ja, du hast Zeit zu überlegen, sie hat Zeit zu überlegen, was sie antwortet, aber du kannst trotzdem deine Stimme benutzen, wie beim Telefonieren. Ja, also es ist das Positivste, was du machen kannst, Sprachnachrichten zu benutzen, und das solltest du besonders dann machen, wenn du gerade in einer guten Laune bist. Das heißt, du warst gerade mit Freunden unterwegs und hast eh gerade gute Laune, mach eine Sprachnachricht, denn diese gute Laune kommt durch die Sprachnachricht durch. Die Frau hört das, und das wird sie nur mit positiven Sachen verbinden oder wird sich denken, hey, mit diesem Typ unterwegs zu sein scheint lustig zu sein, da scheint man Spaß zu haben, den will ich treffen. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Das nächste Video gibt es Samstag. Da kannst du den Channel abonnieren, rechts neben mir, um kein Video mehr zu verpassen. Unter mir kannst du dir die drei mächtigsten Anziehungsschalter gratis runterladen, und rechts unten in der Ecke habe ich dir persönlich ein Video empfohlen, das dir auch gefallen wird und dir weiterhelfen wird. Schau es dir an, und ich sehe dich am Samstag wieder. Bis dahin, ciao.